zu schade, dass ich heute Haare gewaschen habe. Du gehst zum Tierarzt, geh rein. Du bist gemeint. Du kannst nicht abhauen, du musst zum Tierarzt. Komm. Go in. Ma. Go in. Jicky. Lolo. Du kommst rein, egal was du sagst. Du musst zum Tierarzt. Was? Du bist gebadet jetzt, morgen gehst du zum Arzt. Und wenn man zum Arzt geht, muss man Unterhose wechseln und sich baden, waschen lassen. Komm jetzt. Aber das ist auch schön, Fisi, das ist free of charge Massage. Oh Gott, guck mal, wie schön. Okay. Ich habe gesagt, egal was man in diesem Land macht, 130 Euro. Oder 170 wie dieses. Zwei Katzen, ein Hund. Zwei Katzen, 107, ein Hund, 71. Die Sonne wird gnadenlos ausgenutzt. Das lieben beide Katzen. Wie ihr bestimmt wisst, Matteo und ich haben entsprechend eine Reise nach Thailand gebucht, noch vor diesem ganzen Kram mit der Corona. Die Reise sollte Ende September stattfinden. Jetzt sind wir natürlich unsicher, ob die Reise überhaupt stattfinden wird. Thailand hat immer noch die Grenzen zu. Deutschland lässt es eigentlich auch nicht so wirklich verreisen. Also weiß ich nicht. Sawadee Kap and welcome to Thailand News Today. Today there's been 17 new cases of COVID-19 announced in Thailand. The Tourism Authority of Thailand say they're going to be using the return of domestic tourism in Thailand as a dress rehearsal for a possible return of international tourism in the future. Due to the current ban on international arrivals, extended several times and now in effect until at least July. Ich habe mich entschieden, dass wir es erstmal so tun, als ob wir tatsächlich reisen. Und dann werden wir sehen, so Juli, August werden wir uns entscheiden. Das Problem ist, ich muss auch ein Visum haben. Und um Visum zu besorgen für Thailand, dauert auch einige Zeit. Ist zwar nicht so lange und nicht so kompliziert, oder es war nicht so lange und war nicht so kompliziert vor dieser Corona-Zeit. Wie es jetzt ist, weiß ich eigentlich nicht. Also das ist noch so ein Risikofaktor oder Risikopunkt. So, in Thailand werden wir trainieren. Wir machen dort thailändisches Boxen, also Muay Thai. Und die Trainings dort sind zweimal pro Tag, jeweils 2 Stunden. Das ist echt Hammer. Wenn ich so gehe wie jetzt, habe ich keine Chance zu überleben. Das bedeutet, wir haben jetzt ungefähr 3 Monate, etwas mehr als 3 Monate Zeit, uns vorzubereiten. Das bedeutet für mich abnehmen ohne Ende und meinen Körper an 2 Trainings pro Tag gewöhnen. Nur zur Klärung, ich habe sie nicht gezwungen, das zu tun, okay? Ich bin nicht irgendein Matto-Typ, der seine Frau da Wasser schaufeln lässt. Nein, ist ihre Entscheidung. Sie steht auf sowas, also. Wir müssen jetzt einfach nur abwarten, bis es vorbei ist. Und dann darf ich mir sauber machen. So ist das alles, mehr ist da nicht. Du kannst einmal drunter stellen. Einen großen Eimer.